Ja, Hallöchen, Tagesmotivation von heute, dauerhafter. Wenn Sie was tun, machen Sie immer alles dauerhafter. Die meisten Menschen fangen immer etwas an und dann hören sie genauso schnell wieder auf. Das finde ich natürlich fatal. Wenn Sie es nicht dauerhaft machen, dann haben Sie schon verloren, bevor es überhaupt losgeht. Und ist es wirklich das, was Sie möchten? Darum machen Sie es dauerhafter, haben Sie ganz, ganz viel Durchhaltevermögen und der Erfolg ist einfach bei Ihnen. Und das finde ich einfach unendlich faszinierend, wenn man dauerhaft was macht. Darum überlegen Sie immer vorher kurz, was Sie überhaupt erreichen wollen, was Ihre Zielsetzung ist, wo die Reise hingehen soll und dann tun Sie alles auf Dauerhaftigkeit aufbauen und dann haben Sie natürlich auch viel, viel mehr Drive als immer nur das ganz, ganz, ganz Schnelle. So ist es auch wichtig mit Ihrer Positionierung, mit Ihrem Image, mit Ihrem Expertenstatus. Machen Sie es immer auf Dauerhaftigkeit, auch wenn heute der eine oder andere der Meinung ist, nee, wir leben in einer schnellen Zeit. Da brauchen wir keine Dauerhaftigkeit. Das stimmt einfach nicht, denn bis die Saat aufgeht, bis sie zum Erfolg kommen, das dauert unter Umständen doch recht lange. Und dann ist es natürlich sehr, sehr gut, wenn sie dauerhaft unterwegs sind, wenn sie natürlich auch den ganzen Einsatz, ihren Energieeinsatz, ihren Zeiteinsatz entsprechend ausbauen und dann haben sie immer wesentlich mehr Erfolg. Viele Leute träumen einfach vom großen Geld, vom großen Erfolg. Erreichen es aber nie, weil sie nie dauerhaft sind. Sie geben immer viel zu früh auf. Und hier auch ein wichtiger Punkt, never, never give up. Auch hier können wir Ihnen gerne im Erfolgscoaching helfen oder auf den Seminaren, wie auch Sie dauerhaft Ihr Leben leben können, dauerhaft auch Ihren Beruf leben können. Und das liebe ich einfach. Das ist etwas Wundervolles, von einem Erfolg zum anderen zu wandeln. Und das schaffen Sie genauso, wenn Sie einfach dauerhaft unterwegs sind und immer ein bisschen mehr machen als alle anderen. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen ganz, ganz viel Erfolg bei Ihrer Dauerhaftigkeit. Tschüss, bye bye, Ihr Hans Krameri.